Sagt er zum Beispiel, Vietnamesen haben sich bei uns bestens integriert, sind in den Schulen besser als die Deutschen. Mit den Polen haben wir in der zweiten Generation überhaupt keine Probleme. Mit den Italienern relativ wenige. Es ist sehr unterschiedlich, je nach ethnischer und kultureller Herkunft. Kurze Entgegnung von Ihnen und dann gehen wir da mal einen Schritt weiter. Aber nein, ich will nur sagen, dass im letzten Jahr kamen etwa 1 Million Leute. Ja? Und was mich wirklich gewundert hat an diesen ganzen Debatten ist, da stehen 80 Leute zusammen und unterhalten sich. Kommt einer dazu. Wer hat da das Sagen? Wer muss sich wem anpassen? Wer bedroht wen? Ein Unsinn. Die öffentliche Debatte war so, als würden wir überrannt, praktisch unkontrollierte Einwanderung, geflutet und so. Schon die Metaphern zeigen, dass da die Vernunft vorkommt. Sie sind doch ein grundvernünftiger Mensch. Warum reden Sie eigentlich so unvernünftig? Das finde ich ja aber jetzt aus Ihrem Munde schon mal ein echtes Lob, Herr Augstein. Das hat die Sendung gelohnt. Aber jetzt noch mal zur Sache selber. Ich glaube, jetzt wollte er, nein, weil er ist ja der Moderator. Darf ich noch ein bisschen mal in die Zahlen rein, auch wenn ich weiß, dass man mich für meine Zahlen hasst. Dann sage ich Ihnen, die 80 Millionen in Deutschland bestehen zu 30% aus der Menschen in meinem Alter. Mit Verlaub, ich bin noch also ziemlich rüstig, aber ich bin kein junger Mann von 20. Diejenigen, die kamen, bestanden zu der 70-80% aus der jungen Männern um die 20-25. Und in dieser Altersgruppe haben diejenigen, die jetzt eingewandert sind, bereits einen Anteil von etwa einem Fünftel. Hier gibt es also eine nach der Umschichtung von unten, die auch mengenmäßig äußerst bedeutend ist. Und das mit Menschen, die in einem Alter kommen, wo sie einerseits, wenn sie da 20 sind, noch etwa 60 Jahre leben werden, was wir für sie auch hoffen, zum anderen aber meist kein Deutsch können, meist keine vernünftige Schulbildung haben und zu alt sind, um in unser Arbeitsleben großenteils wirklich integriert zu werden. Das heißt, wir schaffen hier eine breite neue Unterschicht, wo die Verhältnisse, das ist nicht mein Wunsch, das ist meine bittere Prognose, in 15, 20 Jahren wesentlich schlechter sein werden, als bei den bei uns bisher eingewanderten Türken und Arabern. Es hat sich nicht, wird es einfach ein an der jetzt ja, noch mal längere genau. Zeit Pause. So. Also das aber, halten wir jetzt ja, mal fest, dass ja? Sie das Ausmaß der Zuwanderung nach Deutschland und die Art der Zuwanderung bedrohlich finden. Das haben wir schon verstanden. Hm? Ich glaube, wir wollen jetzt ja auch während dieser Sendung nicht die komplette Einwanderungsdebatte noch mal wiederholen. Okay. Das hat ja die letzten Monate die Debatte in Deutschland geprägt. Das hat die Gesellschaft und vor allem das Parteiensystem verändert. Aufkommen der AfD. Zentraler Satz des Parteiprogramms an diesem Wochenende, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie diesem Satz zustimmen. Die Frage ist nur, ist das eine Meinungsäußerung, die im Spektrum der Meinungsäußerungen möglich ist? Oder ist das Ihrer Ansicht nach schon jenseits dessen, was unsere Verfassung zulässt? Um Gottes Willen, natürlich ist das verfassungsmäßig, kann das natürlich jeder sagen, wie er Lust hat. Wenn eine politische Partei das macht, hat das halt eine andere Qualität, als wenn Sie und ich das abends am Stammtisch praktisch so, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wenn die politische Partei damit ins Rennen geht, spaltet sie das Land. Wir haben bereits einen sehr großen Teil von muslimischen Mitbürgern. Fragen Sie mal, wie die sich fühlen, wenn sie das hören. Die denken, was soll denn das? Ich bin hier geboren, ich komme irgendwie aus Köln. Meine Eltern sind hier vielleicht teilweise geboren, meine Großeltern eingewandert. Ich arbeite hier, jetzt sagt man mir, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Was für ein Unsinn. Ich will übrigens auch gar nicht, dass sich unser Land religiös-konfessionell definiert. Da möchte ich bitte auch gefragt werden. Da sagen, hallo Freunde, mal ganz entspannt, ich bin nicht mal getauft. Also was denn? Ist nur der Protestantismus Deutschland oder der Katholizismus? Was soll denn das? Nein. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben eine Leitkultur. Das ist mir ganz wichtig. Natürlich brauchen wir eine Leitkultur. Und wir, ehrlich gesagt, haben wir auch längst eine. Und die funktioniert relativ gut, finde ich. Denn viele Sachen funktionieren. Übrigens, es ist irre, dass man so viel Geld damit verdienen kann, das Land immer schlecht zu machen, wie Sie das machen. Sie haben echt, das ist eine Nische. Sie sagen, dass alles total schlecht läuft. Ich bin in einer ganz merkwürdigen, wenn ich mit Ihnen rede, in einer ganz komischen Rolle. Plötzlich muss ich sagen, so viele Dinge funktionieren hier viel, viel besser, als Sie es darstellen. Sehr ungeahnte Folge dieser Debatte. Ja.